Ja. Seher. Unsere Medien werden okkupiert von Hochfinanz und kleinen Klicken. Stelle mich vor Basen, um die Kriegsverbrecher heimzuschicken. Wir halten jetzt zusammen gegen Kriege. Ich will nur die große Freiheit und verlange nur die Liebe. Unsere Vorfahren, die uns weiterhin den Rücken stärken. Es ist schwer, bei dem Hass hier nicht verrückt zu werden. Hass auf unser Volk, wie es Churchill oft geschrieben hat. Chamberlain, Roosevelt und Stalin folgten dieser Schlacht. Und von Geburt an siehst du kaum einen Deutschen gerade stehen. Die Freiheit kommt durch Wahrheit, lasst uns alle zu der Fahne stehen. Souveränität gestohlen, Deutschland dient den USA. Und diese Supermacht stellt sich sehr gerne als dem Bruder dar. Ja, stimmt, von unserem Land werden andere Länder überfallen. Rammstein, Drohnenmassaker ab heute überall. Sie wollen keinen Frieden, Völkerfeinde und die NWO. Komm, stell dich hinter mich und bilde dich, erkenn die Not. Wir sind eine Projektion, geschalten und gelenkt. Scheiß auf links, scheiß auf rechts, ich will nur das Happy End. Sie haben gespalten, sodass wir wieder Kriege führen. Brot und Spiele, dass die Deutschen nicht mehr tiefer wühlen. Wer es doch macht, wird gesellschaftlich zugrunde gehen. Mein Vaterland zu groß, ich will nicht, dass du vor die Hunde gehst. Die Spaltung Ost und West hat unser Volk geteilt. Die Ketten an den Füßen, doch der Glaube an die goldene Zeit. Ohne Kriege kann die Kriege gar nicht existieren. Der Wahnsinn, die wollen Arten einfach wegradieren. Geostrategie, Öl und Gas sind deren wahren Ziele. Völker halten Stand jetzt, denn am Ende wird die Wahrheit siegen. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Hör die Klänge deines Geistes, die unendlich klingen. Werde dir bewusst, woher du kommst, wohin du gehst. Mach dein Herz auf, denn nur so können auch die Blinden sehen. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Hör die Klänge deines Geistes, die unendlich klingen. Werde dir bewusst, woher du kommst, wohin du gehst. Mach dein Herz auf, denn nur so können auch die Blinden sehen. Schon 1913 schrieb die New York Times vom Friedensstifter. Doch man trieb uns in den Krieg, die haben viel Gesichter. Sarajevo Attentat, False Flag, abnormal. Deutschland braucht einen Advokat, Japan kriegt es atomar. Und wenn du Fragen stellst, die nicht in deren Schema passen, bist du Rassist, jeder wird dich gleich zum Gegner machen. Der Kanzler, der das Eisen wachsen ließ, geh nicht zur Seite, wir beweisen jede Zeile, die du liest. Der Verfassungsschutz ist lediglich die Hand von dieser Machtelite. Hass und Kriege, sie machen uns krank. Und sie erschaffen Krisen. Führer dieser Welt nutzen Migranten als Erpressungsmittel. Wer die Zügel wirklich hält, das kannst du nicht in Pressen finden. Kostenschuld ist Silber, Junge, freie Welt von wegen du. Kommst unter die Räder, wenn du Freiheit in deinem Leben suchst. Glaube nur an Wahrheit, sonst an niemanden. 9-11, dass wir alle bald im Krieg landen. Die liefern Waffen in die ganze Welt an Terrorgruppen. Destabilisieren, du musst einfach nur nach Syrien gucken. Gesellschaft durch das Zinssystem, Ausbeutung durch Steuerlasten. Diese Teufel wollen, dass wir sie heute schon an Steuer lassen. Sicherheitssystem wird unterwandert, wir sind fremdbestimmt. National Security, Agency, Firmament. Nachrichtendienste halten Politiker im Würgegriff. Ein Volk kann niemals stark sein, wenn du jahrelang die Würde nimmst. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Hör die Klänge deines Geistes, die unendlich klingen. Werde dir bewusst, woher du kommst, wohin du gehst. Mach dein Herz auf, denn nur so können auch die Blinden sehen. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Hör die Klänge deines Geistes, die unendlich klingen. Werde dir bewusst, woher du kommst, wohin du gehst. Mach dein Herz auf, denn nur so können auch die Blinden sehen. Was ist mit Guantanamo, das Völkerrechtsverbrechen bleibt? Menschen hinter Gittern unter Folter und sie brechen ein. Kein Recht auf einen Anwalt und kein Recht auf ein Gerichtsverfahren. Julian Assange, dieser Mann brachte uns Licht ins Tal. Was macht man jetzt mit ihm? Man sperrt ihn weg, weil er die Wahrheit zeigte. Für Edward Snowden sind es nach wie vor noch harte Zeiten. Orwell 84, ja, wir werden überwacht und über Nacht. Die wollen keinen Frieden, die wollen Trübsal schaffen. Keine Liebe für die Menschen, die uns aufhetzen. Lass uns diese Kluft zwischen links und rechts jetzt aufbrechen. Misanthropen müssen hinter Gittern nicht in Führungsriegen. In diesem Chaos wird am Ende nur der Frühling siegen. Die Welt im Sterben ausgepresst in Schwanken brachte. Die Verbrecher dieser völlig geisteskranken Kaste. Müll so hoch, dass deren Ende längst den Himmel reichen. Brandrodung und Holzung unserer Lunge schaffen schlimme Zeichen. Indigene Völker weichen Großkapitalisten. Ich will bloß kurz mal hoch auf den Thron umzurichten. GEZ ist kriminell, die Propaganda seitens. Der Staat, es wird verbreitet, die Verführung unserer Kleinsten. Konsum gestört und abgefuckt, sag, wie viel ist dein Outfit wert? Und deine Sicht wär klarer, wenn du ab und an mal draußen wärst. PlayStation und Xbox fesseln Seelen so wie Heroin. Zerstören diese Erde, dessen Leben mittels Genozid. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Hör die Klänge deines Geistes, die unendlich klingen. Werde dir bewusst, woher du kommst, wohin du gehst. Mach dein Herz auf, denn nur so können auch die Blinden sehen. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Hör die Klänge deines Geistes, die unendlich klingen. Werde dir bewusst, woher du kommst, wohin du gehst. Mach dein Herz auf, denn nur so können auch die Blinden sehen. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Ja. Wir sind fremdbestimmt, wir sind fremdbestimmt. Yeah.
In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Dieser Spruch stammt von Kurt Tucholsky. Und über diesen Spruch, über ein Projekt gemeinsam, das wir angestoßen haben, möchte ich heute mit einem Gast sprechen. Es ist Chris Ares, der ein oder andere wird von euch ihn kennen. Chris Ares ist ein Rapper, ich darf so dazu sagen, ein patriotischer Rapper. Selbstverständlich, konservativ-patriotisch. Kommt aber aus einem linken Elternhaus, das darf ich vielleicht schon mal vorausschicken. Auch richtig, ja, linksliberal, aber eher altlinks. Genau. Wir beide haben eine Erfahrung gemacht, wenn man auf den Schmutz hinweist, und deshalb habe ich das gerade schon angerissen, dann wird man hier in diesem Land für gefährlich gehalten. Genau, richtig. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und seid gespannt auf einige Minuten mit Chris Ares und mir, dem Thorsten Schulte. Ja, ich sitze hier mit dem Chris Ares zusammen in seinem trauten Heim in der Nähe von München. Schön, dass ich hier sein darf, lieber Chris. Sehr gerne. Vielleicht berichtest du mal, wie wir zusammengekommen sind. Naja, also grundsätzlich ist es so, dass ich ein wahrheitssuchender Mensch bin. Ich habe in meiner Musik und in meiner Karriere auch immer wieder versucht, Dinge anzusprechen, die eher vergraben liegen, von denen man nicht so häufig spricht. Und bin dann auch über dein Buch Fremdbestimmt, seit 120 Jahren Fremdbestimmt gestoßen. Und hatte dann die Idee, dich einfach mal anzuschreiben. Aufgrund dessen, dass wir zwei eben Künstler sind, du Autor, ich Musiker, hatte ich die Idee, dass wir doch zusammen eventuell ein Projekt machen könnten, dass ich eben das Lied und den Song zu deinem Buch schreibe. Ja, das war für mich die Intention, weshalb ich dich auch angeschrieben habe. Und dir dann auch die Idee vorgestellt habe, und du warst ja auch relativ zügig nach einer kurzen Erklärphase davon überzeugt, genau. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als du angerufen hast und mir diese Idee zum Besten gegeben hast. Ich habe sofort gesagt, dass ich es ganz, ganz toll finde, weil man damit, also ich habe sowas noch nie mitgemacht, auch beim Entstehen eines Lieds so, dass man mal mitwirken konnte. Wir haben ja auch ein Musikvideo, hast du ja hier heute aufgenommen, wo ich mal dazuschauen konnte. Bei einigen hast du auch direkt Sachen habe ich sogar mitgewirkt, ja. Das war mal eine hochspannende Angelegenheit. Und wir möchten ja vor allem auch uns an die Herzen der Menschen wenden. Ich habe dir damals nur gesagt, wenn du einen Song über mein Buch machst, dann ist mir ganz, ganz wichtig. Und wir haben dort oben jemanden hängen. Das ist Gandhi. Mahatma Gandhi, der dort an der Wand, an die Wand gepinnt ist. Und daneben sieht man ja auch einen Aufkleber, den ich habe machen lassen, wo ich sage, Gandhis Weg ist unser Weg. Ja. Ganz wichtig, da steht dann auch gewaltlos zum Frieden, dass wir den Weg des Friedens gehen. Da du mein Buch ja gelesen hast, weißt du, wie wichtig mir Karl Jaspers ist mit der Natürlich. Aussage, Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Und was ich als ganz, ganz wichtig ansehe, ist, dass wir unserem Volk den Schuldkomplex nehmen. Auch das ist mir explizit enorm wichtig. Ich sehe mich ja noch als Teil dieser Jugendbewegung, die jetzt gerade neu am Entstehen ist. Wir haben alle keine politischen Vorgeschichten. Ich war nie parteilich aktiv. Bis zu meinem Aufwachen, sage ich mal, habe ich keine politische Erfahrung gesammelt. War auch nie groß auf irgendwelchen Demonstrationen. Ich war einmal auf einer Tierschutzdemo, das war es dann aber auch. Das kann ich auch heute noch unterschreiben. Und gerade für diese neue Generation, diese neue konservative Generation, die sich auch gerne der alten Werte besinnt, ist es, denke ich, auch explizit sehr wichtig, mit Emotionen Dinge auszusprechen, die einem auf der Seele liegen. Und da ist halt gerade meine Musik in diesem ganzen Mosaikteil oder in dieser Zusammensetzung der einzelnen Mosaikstückchen sehr wichtig, und du hast es gerade auch angesprochen, dein Buch zeigt unheimlich viel Daten, unheimlich viel Fakten. Jugendliche neigen oftmals dazu, dass es relativ schnell langweilig wird, beziehungsweise dass sie Dinge für trocken empfinden. Die älteren Semester, sag ich mal, sind dann noch anders gepolt. Und deswegen war es mir einfach wichtig, die Grundmessage und den Grundbaustein deines Buches in mein Lied zu verpacken, sodass wirklich auch ein 14-Jähriger versteht, wofür wir stehen, nämlich für Friede, Freiheit und Wahrheit. Und das sind auch Zeilen, mit denen ich den Song begonnen habe, ne? Dass wir praktisch nur die große Freiheit und die Liebe wollen für alle Menschen. Wir halten jetzt zusammen gegen Kriege. Ich will nur die große Freiheit und verlange nur die Liebe. Unsere Vorfahren, die uns weiterhin den Rücken stärken. Es ist schwer, bei dem Hass hier nicht verrückt zu werden. Hass auf unser Volk. Denn wenn ich davon spreche, dass mir wichtig ist, dass wir von unserem Volk den Schuldkomplex nehmen, dann heißt dies ja nicht, dann bedeutet das in keiner Weise, dass ich irgendwie Zorn sehen möchte, neuen Hass sehen möchte, dass ich mich gegen eine Aussöhnung, Versöhnung mit
anderen Völkern stelle, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass wir eine nachhaltige Aussöhnung und wirklich nachhaltigen Frieden nur dann gewinnen können und dann erreichen können, wenn wir das auf der Basis der Wahrhaftigkeit tun. Und ich möchte, dass wir offenlegen das Ausmaß von Fremdbestimmung und dass die Menschen erkennen, wie fremdbestimmt sie sind und dann vor allem ein Wunsch erwacht in den Menschen, nämlich der Wunsch, von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung zu gehen. Und das Ganze mit positiver Energie für den Frieden, für die Freiheit, für die Wahrheit, wie du es selbst gesagt hast. Ja, und auch wenn man das psychologisch beschreiben möchte, ist es grundsätzlich immer so, dass man jemand anderen nur respektieren kann, wenn man sich selbst respektiert. Das heißt, du hast gerade angeschnitten, du möchtest keinen neuen Hass sehen. Das ist ja überhaupt nicht unsere Intention. Aber wir möchten den alten Hass, den Hass auf das eigene, auch nehmen. Ja? Das heißt, wir möchten uns eigentlich auch auf diesen oder von diesem Hass auf uns selbst lösen. Den Schritt sind wir bereits gegangen. Wir möchten es unserem Volk und der Bevölkerung hier auch ermöglichen. Und nur dann, wenn wir es geschafft haben, das zu überwinden, diesen Hass auf sich selbst, auf uns selbst, nur dann wird es uns überhaupt erst auch möglich sein, anderen Menschen aufrichtig gegenüberzustehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt frei von Schuld, wir sind jetzt frei von dem Gedanken, jetzt böse zu sein, unabhängig davon, dass sehr viele negative Dinge passiert sind. Und jetzt können wir aufrichtig miteinander kommunizieren und können auf einer Ebene mit Respekt uns in die Augen schauen. Und das ist mir oder das ist uns ja auch wirklich extrem wichtig. Und ich denke, dass wir das gerade mit dem Buch, gerade mit dem Song in Kombination mit diesem gemeinsamen Projekt, dass wir das super gut umgesetzt haben. Es gibt einen Ausspruch, vielleicht ist er dir geläufig, wer die Ahnen nicht ehrt, ist der Zukunft nicht wert. Und hinter uns sieht man viele alte Figuren. Da sieht man einen Kaiser Wilhelm II., unseren letzten Kaiser, der heute nur negativ dargestellt wird. Und ich zeige ja im Buch eine ganz andere Facette von diesem Kaiser. Und du warst heute auch noch an einem Denkmal, Bismarck-Denkmal. Und ich habe ein altes Buch, das liegt jetzt gerade nicht hier, von Bismarck über all seine Reden und Gedanken. Mhm. Und da schildert er, wie der Kaiser damals nicht bereit war zur Niederschlagung eines Arbeiterkampfes im Ruhrgebiet, eines Arbeiteraufstands im Ruhrgebiet, seine Armee zu schicken, seine Soldaten zu schicken, weil dieser Kaiser hatte durchaus eine soziale Ader. Und er wurde in der New York Times sogar als Friedensfürst bezeichnet, als Friedensmacher bezeichnet. Dafür findet man ja den Beweis im Buch. Wir haben hier einiges angepinnt. Man findet auch hier schon einige alte Zeitungsartikel, die im Buch zu sehen sind. Hier haben wir eine ganze Vielzahl von alten Büchern, über die wir heute auch nochmal gesprochen haben, wo du reingucken konntest, was ich im Übrigen ja auch bei meinen Vorträgen, diese beiden dicken Koffer, die jetzt hier sind, die nehme ich immer mit, wenn ich Vorträge halte. Und ich hoffe einfach, dass wir über diesen Song es schaffen, das Interesse für die eigene Geschichte, gerade auch bei den jungen Menschen, zu aktivieren. Ja, und absolut, ich gehe da voll d'accord mit dir. Und gerade in dem Song war es mir wichtig, explizit die komplette Bandbreite aufzuzeigen. Das, was man mit unserem Volk getan hat und nach wie vor macht, das ist ja kein Zustand, der nur uns betrifft. Das ist ein globaler, ein weltweiter Zustand. Und das ist ja auch das, was uns von Chauvinismus ganz klar unterscheidet, dass wir eben nicht sagen, was interessieren mich die anderen, mich interessiert nur meine Nation. Wir sind ja Völkerfreunde, das heißt, wir schätzen auch das Fremde, wir lehnen es nicht ab, nur weil es fremd ist. Und deswegen setze ich mich ja explizit in dem Song Fremdbestimmt auch dafür ein, dass eben alle Völker dieser Welt sich frei entfalten können, fernab von Fremdbestimmtheit. Ja? Deswegen spreche ich Themen an wie Guantanamo, wo Menschen bis heute teilweise kein Recht auf Gerichtsverfahren haben, kein Recht auf Anwälte, wo Menschen gefoltert werden, die ganze Welt weiß es, und es wird nicht geschlossen. Werde dir bewusst, woher du kommst, wohin du gehst, mach dein Herz auf, denn nur so können auch die Blinden sehen. Was ist mit Guantanamo, das Völkerrechtsverbrechen bleibt, Menschen hinter Gittern unter Folter und sie brechen ein. Kein Recht auf einen Anwalt und kein Recht auf ein Gerichtsverfahren. Julian Assange, dieser Mann brachte uns Licht ins Tal. Was macht man jetzt mit ihm, man sperrt ihn weg, weil er die Wahrheit zeigte. Für Edward Snowden sind es nach wie vor noch harte Zeiten. Wende dich auch bitte Rammstein an, auch Rammstein. Natürlich, Rammstein, von Rammstein, bei Julian Assange WikiLeaks wurde es von Edward Snowden damals publiziert. Nehmen wir beispielsweise den Irak, ja. Es gibt Drohnenaufnahmen, die auf WikiLeaks publiziert wurden,
Da sieht man Drohnenpiloten, wie sie sich freuen, weil sie Zivilisten, und man wusste, dass es Zivilisten sind, wie sie die niederstrecken, ja, auf ekelhafteste Art und Weise. Und das ist eben das, was uns klar auch von Chauvinismus unterscheidet, dass wir sagen, wir machen uns nicht nur Gedanken um das eigene Volk, sondern wir machen uns Gedanken um alle Menschen dieser Welt. Wir wollen nicht, dass in Nahost Menschen ausgebeutet werden aufgrund von falschen Tatsachen, wie beispielsweise 2003 im Irak, als man gesagt hat, dort würde es Massenvernichtungswaffen geben, damals Tony Blair und George Bush. Das gilt für alle. Alle Menschen haben Recht, in Friede, Freiheit, auch wenn es ein Wunschgedanke ist, zu leben. Und deshalb die komplette Bandbreite eben, die ich dann mit dem Song auch abgearbeitet habe. Gleichzeitig aber auch die knallharte Offenbarung, dass wir hier wirklich wie Orwell 84 Zustände erreichen mit der kompletten Überwachung. Und das sind ja auch Themen, die nicht nur konservativ recht sein sollten, sondern da sollte wirklich jeder Mensch in Deutschland auch mitgehen. Ja, aber lass mich da anknüpfen, weil das hier, was wir hier machen, ist ja kein Selbstzweck. Und wir wollen auch nicht jetzt hier irgendwelche Sandkastenspiele veranstalten und auf Schmusekurs gehen, weil es geht um verdammt viel. Es steht verdammt viel auf dem Spiel. Es gibt eine Aussage in der Dystopie 1984, weil du 1984 gerade angesprochen hast, und die heißt, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Und es ist ganz wichtig, diejenigen, die die Vergangenheit kontrollieren, kontrollieren unsere Zukunft. Es geht also letztlich darum, dass wir uns mit den Geschichtstäuschungen auseinandersetzen, dass wir versuchen, uns ein wahres Bild der Geschichte zu machen, wenn wir verstehen wollen, was uns im Hier und Jetzt bedroht, und wenn wir darüber dann eben auch unsere Zukunft erfolgreich gestalten wollen. Denn was man unserem Volk abtrainiert hat, das ist, die eigenen Interessen zu sehen. Und das sieht man alleine schon daran, dass wir in unserer Berliner Regierungszentrale niemanden haben, der sich wirklich mit richtiger strategischer Langfristplanung beispielsweise beschäftigt. Und deshalb sieht man dann eben auch, dass so viele Beschlüsse gefasst werden, die nach meinem Dafürhalten so vernunftwidrig sind. Aber ich will hier gar nicht jetzt auf Einzelheiten zu sprechen kommen. Mir war nur wichtig, mal mit dir rüberzubringen für den Zuschauer, was uns antreibt, was uns bewegt. Und mein Wunsch ist es, dass wir praktisch so auf eine Deutschland-Tournee gehen, mit deinem Song, vielleicht auch mit anderen. Und dass wir alles daran setzen, die Menschen über deine Musik, über meine Bücher dafür zu gewinnen, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Ja, und an der Stelle sei auch gesagt, wenn man die Menschen da draußen, wenn man euch positiv bestärken möchte, dann ist es ja doch durchaus so, dass immer mehr Menschen, sag ich mal, aufwachen und in so einen Aufwachprozess reingeraten und dann immer mehr Fragen auch durchwälzen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und da ist es halt eben so, dass du dass wir beide in Kombination Autor und Musiker eben eine wahnsinnig starke Einheit der Freiheit und der Friedensbewegung, sag ich mal, in Anführungszeichen auch darstellen. Und die Kraft müssen wir gemeinsam bündeln und dann eben gemeinsam für eine Freiheits- oder für einen freiheitlichen Gedanken eben auch eintreten, so wie es auch Gandhi eben gesagt hat. Da sind wir wieder bei Gandhi, und ich will bewusst jetzt hier in die Kamera schauen bei dem, was ich jetzt sage. Ich weiß, dass viele resignieren, dass viele so eine Machtlosigkeit verspüren, eine Ohnmacht in sich aufsteigen spüren. Aber ganz wichtig ist, Chris, das hast du nicht und das habe ich nicht. Wenn wir alle natürlich uns einreden, dass wir nichts bewegen können, dass jeder von uns winzig ist, dann führt es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn wir aber erkennen, dass beispielsweise durch die Corona-Krise Lügen überführt werden, beispielsweise Klimalüge. Ich habe dazu ein Video gemacht und in Kürze wird dazu noch ein weiteres Video folgen. Wenn wir erkennen, dass beispielsweise auch über das Impfen, Impfprogramme und mögliche Impfschäden jetzt verstärkt gesprochen wird, dann sehen wir, dass sich immer wieder auch Türen öffnen, dass sich Zeitfenster öffnen, die dann zu tiefgreifenden Veränderungen führen können. Und ich möchte euch alle bitten da draußen, dass ihr nicht auf Resignation, auf Ohnmacht und Machtlosigkeit setzt, sondern dass wir gemeinsam die Chancen sehen, dass wir uns gegenseitig Hoffnung machen.
Und dass wir, wenn wir gemeinsam eintreten für den Frieden, die Freiheit, die Wahrheit, für den Schutz des Bargelds als ein Beispiel mal und so für so vieles andere, dann haben wir auch gemeinsam eine Chance, weil gemeinsam sind wir stark. Ich habe in meinem Buch Kontrollverlust geschlossen mit dem Ausspruch, wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, der hat bereits verloren. Und deshalb möchte ich euch alle bitten, dass wir gemeinsam für all die Werte, die uns so wichtig sind, gemeinsam eintreten. Und ich freue mich, wenn wir beide in eine ganze Reihe von Städten in Deutschland in den nächsten Monaten und Jahren gehen, um einfach Augen zu öffnen und das Ganze im Sinne von Mahatma Gandhi für den Frieden, die Freiheit und die Wahrheit und ganz klar seine Aussage, wer, und das ist ja eine wichtige Aussage von Mahatma Gandhi, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Und das zum Abschluss. Wenn ihr seht, was uns wichtig ist, wie kann es dann sein, dass in seinem Wikipedia-Eintrag, wie in meinem Wikipedia-Eintrag, so viele Dinge über uns geschrieben stehen, die mit der Wahrheit nichts gemein haben? Und dann sind wir bei dem Ausspruch von Tucholsky, mit dem ich heute gestartet bin. Und wir lassen uns davon nicht entmutigen, weil wir wollen euch den Schmutz vor Augen führen. Dafür stehen wir und das versprechen wir euch. Diesen Weg setzen wir weiter. Und Chris, ich habe mich sehr gefreut. Erstens, dass wir uns kennen, habe mich sehr gefreut über dieses gemeinsame Projekt. Ja. Und wir haben hoffentlich noch viel vor in den nächsten Monaten und Jahren. Auf jeden Fall. Wir werden gemeinsam Projekte starten. Wir werden auch auf die von dir eben angesprochene Tour gehen. Und es sei auch gesagt, dass jeder Mensch, der sich für diese Werte auch einsetzen möchte, von Mahatma Gandhi, von uns, willkommen ist. Dabei tangiert es uns nicht, ob sie links, rechts oder Mitte sind. Treten Sie für diese Werte ein, werden wir uns nicht von irgendjemandem distanzieren. Wir sind die wirklich Toleranten, wir sind wirklich offen und vielfältig für jeden Menschen, wenn er sich eben an diese Werte der Gewaltlosigkeit und der Freiheit halten möchte. Und dann seid ihr, dann sind Sie bei uns willkommen und wir freuen uns, friedlich und demokratisch mit euch da draußen zu streiten. Frieden ist nur durch Freiheit. Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Karl Jaspers, recht hat der Mann. In diesem Sinne, alles Gute, Gottes Segen für euch und eure Familien. Ja.